eine Weile dauern. Weil den fing jetzt mächtig viele Lebenspunkte. Und gleich noch einen Ork nachziehen hier. Dafür kann ich Talia nochmal stärken. Ich bin noch mächtiger! Die hat jetzt einen neuen Zauberspruch, weil die kann jetzt hier Schattenwesen rufen. Und bei 3000 Lebenspunkten steckt sie doch auch nicht ein. Einfach nur simpel Masse drauf. Easy. So, platt machen. Und damit ist das erste Dungeon erledigt. Talia und die Armee des zerstörungswütigen Bösen hatten es geschafft und Twistram und alles Umliegende vernichtet. Das Gute hatte in diesem Landstrich aufgehört zu existieren. Sehr schön. Hey, was zur Hölle ist denn hier passiert? Offensichtlich waren doch nicht alle Guten besiegt. Grimli, der Zwergenkönig und alte Saufkumpan von Thanos, dem Paladin, bereiste gerade mit seiner exorbitant großen Armee die Lande, um nach dem Rechten zu sehen. Gott sei Dank hatte das vorausschauende Böse für diesen Fall vorgesorgt. Das Dungeon-Herz hatte sich mit Bösartigkeit aufgeladen und genügend Energie, um als Teleporter zu fungieren. Also für Talia, versteht sich. Oh, gut. Dann macht's gut, ihr tapferen Krieger, und haltet sie auf! Ich bin dann mal weg. Mit einem Pop löste sich Talia auf und verschwand zu einem weit entfernten und sicheren Ort. Die restlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen schauten verdutzt, als ihre Generalin sich aus dem Staub machte. Aber nur kurz, denn schon sahen sie sich einer unerfreulichen Streitmacht des Guten gegenüber. Das war das verdammte Spitzohr. Ich habe Thanos immer gewarnt, dass man den elenden Dunkelelfen nicht trauen darf. Alles Verbrecher. Aber jetzt ist damit endgültig Schluss. Ich werde das durchtriebene Mädel finden und ihre Ohren als verdammte Lesezeichen benutzen. Sehr schön, gewonnen. So, drei von mir sind gestorben, 66 gekillt, 21 Minuten, 24.000 Gold. Passt. Erste Runde war gut. War sehr, sehr gut. Ja, das war eins. Der Schatten des absoluten Bösen. Nachdem Talia die Überbleibsel von Twistram hinter sich gelassen hatte, zog sie aus zu den Steinen von Gehenna. Jene dienten als Siegel, um die Dämonen in der Hölle einzusperren, dorthin von Thanos höchst selbst verbannt. Diese Tat ihres sogenannten Ziehvaters würde alsbald rückgängig gemacht werden. Die Steine von Gehenna, nachdem Talia die Überbleibsel von Twistram hinter sich gelassen hatte... Halt, wollte auf Hölle spielen. Ah, verdammt. Okay, jetzt kommen die ersten Dämonen. So, Vortex und die ersten Fallen, das ist das Schöne. Das heißt, ich kann meine Armee rausschicken und muss gleichzeitig mein Dings saven. Mein Dungeon. Nach ihrer überstürzten Abreise befand sich Talia nun einige Kilometer, beziehungsweise Meilen, Yards oder Steinwürfe, je nachdem, welche verrückten Maßeinheiten man bei dir so benutzt, entfernt. Sie hatte es geschafft, Grimlis Streitkräften zu entfliehen, auch wenn dafür vielleicht ein oder zwei bösartige Kreaturen hatten sterben müssen. Aber hey, das gehört zum Job. Das weit vorausschauende Böse hatte Talia nicht umsonst hierher gebracht. Ganz in der Nähe befanden sich die alten Steine von Gehenna. In diese uralten magischen Relikte hatte Thanos einst einige dämonische Schergen verbannt und die Steine versiegelt. Leider war unklar, wie man diese Siegel brechen konnte. Ich war damals dabei, als Thanos die Dämonen gebannt und die Steine versiegelt hat. Ich kann sie öffnen. Aber sollte ich das wirklich tun? Diese nicht-irdischen Wesen haben das Land terrorisiert und... Halt die Klappe, gute Talia! So, du weißt also, wie man das Siegel öffnet. Ausgezeichnet. Das verschlagene Böse ist offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Das fühlt sich ja alles nach einem richtigen Plan an. Ich muss nur zu den Siegeln gelangen. Dann kann ich sie brechen. Während dieser Zeit brauche ich aber Schutz vor den elementaren Wächtern. Okay, das sollte zu machen sein. Talia zu den Siegeln bringen, auf sie aufpassen, während sie diese öffnet.
Zunächst wäre es aber sicher von Vorteil, einen schlagkräftigen Dungeon aus dem Boden zu stampfen, um gegen die in der Gegend stationierten Helden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Genau, hier sind die Fallen. Und Knufa haben wir jetzt von Anfang an. Hier können wir erweitern. Hier kriegen wir natürlich mehr Arbeiter. Nagas sind wichtig, ist klar. Versteck tun wir gleich hier ausbauen. Kommt gleich dahin. Und hier kommt dann Dings rein, hier dieses Werkzeugzeug. Ich glaube, das passt auch. Gold müsste ich nur finden, weil das hier mit 13.000 ist bald weg. So, der Eingang ist von oben, das heißt, die können nur von dort kommen. Und das wird alles hier voll gemacht, hier mit feinen Unender. Da habe ich in meinem Probespiel schon ein bisschen entdeckt, wie ich das am besten mache. Ne, warte. Dann muss ich rückwärts ran. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube nicht, passt das. Ich glaube nicht. Shit. Okay, warte, dann schicken wir die anders. So, 3. Machen wir Gang so hoch. Sag mal auf 4. Dann kommt hier die Ecke rein. Sag mal auch auf 4. Hier nochmal eine Ecke. Dann müssen sie hier rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, genau. So ist gut. So machen wir das. So, als erstes mal hier Dings aus dem Boden stampfen. Armee. Wird Verteidigung haben, weil jetzt kommen ja immer mehr Wellen. Ein bisschen anfangen. Hier kommt schon mal das rein. Aber ich glaube, das ist zu kurz. So, hier den Gang machen wir zu. Diesen Gang machen wir auch zu. Da kommt dann hier eine Tür rein. Hier so eine Falle. Und hier wird alles voll gespickt mit Fallen. So, jetzt ist nur die Frage, wo zum Geier ist das nächste Gold? Es geht aber weit nach hinten. So, dort aus Tüften 500 Hammer. Ja, ganz in der Nähe des Dungeons befanden sich widerwärtige Orte des Guten, die als Hort des Bösen deutlich adretter wirken würden. Zumal die Bösartigkeit hervorragend für neue Technologien genutzt werden könnte. Noch nicht. Was macht dieser unerträgliche Ort da kurz vor meinem Dungeon? Widerlich! Kreaturen vorwärts! Zerstört das Ding! Noch willst du nicht. Das wirklich tun, Talia? Sollten wir nicht einen Sitzkreis bilden und noch einmal darüber reden? Ah, ich habe die Hühnerfarm vergessen. Noch hier? Ich habe die Hühnerfarm vergessen, verdammt! Meine Güte, siehst du nicht, dass ich hier mit der Zerstörung alles Guten dann beschäftigt bin? Ich habe keine Zeit für diesen dissoziative Identitätsstörungsblödsinn. Hört doch auf, Therese und Jeanette nachzuspielen. Hier ist ein Goldader, okay. Okay, okay. Dann machen wir hier noch die Hühnerfarm. So, ein paar Jungs haben wir schon mal. Da haben wir aber noch nichts zu tun. Kostet mich 150 so ein Baumat. Okay, ein Baumat. Mist, zu kurz. Zu kurz. Zu kurz. Verdammt. Kein Problem, kann man ja um eins erweitern. Ja, effizient soll es sein, das Dungeon. Es ist Zahltag. Etwas Merkwürdiges braut sich hier zusammen. Ich spüre ganz deutlich mein Knie jucken, wo mich damals der Pfeil getroffen hat. Männer, untersucht das mal! Die Anwesenheit von Talia und der Armee des auffälligen Bösen war nicht unentdeckt geblieben. Und schon machten sich die ersten erbärmlichen Helden auf den Weg in Richtung Dungeon. Wo wir sie natürlich gebührend empfangen werden. Genau, die gehen hier hoch, los, hier um die Ecke. Faulen Mistkäfer, dann hier lang. Bereit. Und das müsste schon reichen für die erste Welle. Freundlich sein? Und überhaupt... Können wir das Ganze nicht ausdiskutieren?
Also, ich kenne da eine gute Psychiaterin und bring mich nicht dazu, mich selbst zu schlagen. Hm, haben kein Gold. Ja, während unsere Protagonistin in einem ihrer Streitgespräche mit sich selbst versank, machten sich die Helden an der Oberfläche breit. Eins sagt den anderen. Sobald wir unten alles haben, ist alles okay. Das muss ich erstmal erforschen, sehe ich gerade. So, Nahrung ist dann auch gleich gesetzt. Ein bisschen klein eigentlich von Anfang. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Kein Problem. Wo sind sie? Zwei. Das ist easy. Alle nehmen, alle hier hin, abfangen. Wir dürfen ja da nicht hin. Der klippt ein bisschen komisch. Aber easy. Sollten wir haben. Na, da hat er erste Schnur. Kein Problem, wir sorgen ja für Nahrung. In meinem Dungeon gibt es alles. So, Hühnerfarm ist gesetzt. Wunderbar. Was brauchen wir jetzt? Ah, stimmt, hier wollte ich noch. Zweite Dings reinsetzen. So, zwei Kisten schon mal auf Lager. Aber keine Hühner. Aber die kommen. Die müssen sie halt weit laufen, um da zu futtern. Aber das dürfen mich nicht. Hoffe ich. Werden wir sehen. Gold ist noch Schwierigkeiten. Wir haben 8 Arbeiter, 3 von 5 Einheiten. Besitzen derzeit 3 Orks. Keine Helden. Keine Untoten, keine Dämonen. Aber das kommt noch. So, ackert mal schnell ein bisschen Gold ab. Sehr schön. Hier gibt es gar nichts. In der Ecke. Ich brauche 500, komm. Ja, 150 für ein Bauomat. So, haben wir schon mal 2 Bauomaten. Holen wir noch einen Arbeiter. Weil einer ist ja jetzt hier immer blockiert, beziehungsweise 2. Wir können da nicht schuften. Das gefällt mir nicht. Codemäßig. Hier sind drin 13.000. 11.000, also 24.000. Könnte reichen. Bin mir auch nicht sicher. Buddeln wir noch in diese Richtung. So, Einheiten kann ich schon mal vergrößern. 200, 300, genau, jetzt haben wir das Maximum erreicht, bis dann die erste Dings steht. So, holen wir uns noch einen Goblin, noch einen davon. Marschieren mal raus und holen uns mal die erste Forschungsinsel. Haben wir hier, da haben wir dann schon mal die Nagas. Dann würde ich sagen, auf zum ersten Dämonen. Ich glaube, die schaffen den Kampf hier. Weil mit 5 Einheiten. Obwohl Italia ist dabei, die schmeißt Feuerbälle, die macht das schon. Oder auch nicht. Sieht nicht gut aus. Ork ist klar weg, der erste. Sehr schön, bleibt noch einer. Köstliche Bösartigkeit tröpfelte in den Dungeon des sich daran ergötzenden Bösen. Diese konnte sofort dafür eingesetzt werden, sich ein oder zwei neue Forschungen anzueignen. Das erste, was wir machen, die Nagas zum Heilen. Holen wir auch gleich 2. 1, 2. Noch ein Ork. Sehr schön, jetzt kriegen wir schon mal Forschung rein. Sehr gut. Weiter nach Geld buddeln. Ich finde aber kein Geld. Okay. Ja, ein bisschen Gold. Da würde ich mal sagen, wird es jetzt Zeit für Vortex. Machen wir da einen Eingang, damit wir da noch das Gold kriegen. Bei Vortex kann ich machen. Genau, ist schon mal erforscht. Vortex konnte nun errichtet werden.
Dieser hervorragende Raum erlaubt es, mittels Teleportation oder der Kanone aus Portal einen direkten Zugang zur Hölle zu erstellen, um so lustige, manchmal auch nicht so lustige, Dämonen anzuheuern. Das überaus neugierige Böse machte sich alsbald daran, solch einen Vortex zu errichten. So, jetzt könnten wir auch eine Wachstube hier vorne reinbauen. Zahltag. Oh. Geschafft. Talia am Leben, gleich Talia nach hinten. Die darf ja nicht sterben. Kostet mich 300. Ist okay. 300 ist okay. Kann ich mitleben. Haben wir schon mal einen kleinen Vortex schon mal gebaut. So, das ist die Wachstube. Der Sinn dahinter ist mir bis jetzt fremd. In der Wachstube könnt ihr alle Kreaturen zum Wachdienst abstellen. Der erste Vortex war fertiggestellt. Hier konnten nun Dämonen angeheuert oder nach ihrem unrühmlichen Ableben wiederbelebt werden. Gegen einen klitzekleinen Obolus von Mana. Mana? Aber ich habe überhaupt keinen Mana. Das stimmt. Aber glücklicherweise produzierten die Steine von Gehenna eben solches. Was für ein wunderbarer Zufall. Ja, was für ein Zufall. So. Tüftlerhöhle erforscht. Das gemeingefährliche Böse hatte die Tüftlerhöhle erforscht. Dieser tückische Raum wurde von den noch tückischeren Kreaturen der Horde genutzt, um aus langweiligen Werkzeugkisten tödliche Fallen und stabile Türen herzustellen. Das abenteuerlustige Böse war ganz wild darauf, dies sofort auszuprobieren. Oh ja. Die erste Tüftlerhöhle stand und machte einen stabilen Eindruck. Alsbald würden sich hier Kreaturen der Horde freiwillig oder unter Androhung von Schlägen daran machen, für Helden gemeingefährliche Fallen herzustellen. So, die produzieren Werkzeugkisten. Aus diesen Werkzeugkisten werden dann solche Maschinen bzw. Fallen, mit denen wir dann die Helden dann hier vorne den Chaos machen. So, Vortex Hammer, that is huge. Brauchen wir noch was? Nö, eigentlich nicht, oder? Und hier hinten Fallfalle wird genommen und die manuelle Falle. Derzeit habe ich noch nicht viele Fallen. Aber später kommen dann ganz viele dazu, vor allem durch die Schriftrollen. Werden dann auch bitter nötig, weil Gegner schickt eine Menge Helden. Und starke Helden. Und meine Jungs sind gerade mal Level 1 und ich brauche nachher noch eine Brauerei und irgend, damit die auf Level 5 kommen. Und dann brauche ich noch ein Bar, damit die auf Level 10 kommen. Und ach, ist schon witzig. So, könnt ihr jetzt hier manchmal schnell aufbauen hier? Wieso baut ihr keinen auf? Alle beschäftigt, wa? Brauchen noch einen. Brauchst du einen Schnotterling? Komm. Hier, bau mal auf. Christian, hier, baller. Bau auf! Warum rennst du weg? Bau das auf! Verdammt nochmal! Ja, sehr schön. Jetzt rennt er wieder weg. Was soll das? Sag mal. Vergiss das Gold! Ich brauch noch einen Schnotterling hier. So. Bau das auf, verdammt nochmal! Achso, vier Kisten. Achso. Gut, das wurde einiges erklären. So, diese Maschinerie ist gleich fertig. Einer von den Horden aus den Hordenstammbaum, das sind hier die Orks etc., baut mir dann die Fallen, die ich haben möchte. Und ich möchte viele Fallen haben. So, die automatisch auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich die hier nehme. Weil ich mag die automatischen Fallen, aber die haben wir ja derzeit noch nicht ganz. So, dann würde ich sagen, hier eine Tür. Bam. So. Ich stehe auf Pfeile. Deswegen haben wir das ja extra so gemacht, damit wir so viele Pfeile wie möglich setzen können. Das Problem ist, die müssen auch nachproduziert werden, die Pfeile. Eine Kiste haben wir noch. So, das ist jetzt schon mal die ersten Fallen. Das könnte schon durchaus reichen für die ersten. Normalerweise gehen die, sollen die hier so um die Ecke, auf so ein Dreierfeld, aber naja, die ist noch ein bisschen größer. Und hier unten habe ich dann noch eine extra Falle. Das heißt, ich kann dann auch so rumlatschen. Die Jungs machen. Jetzt kommt einer und produziert mir jetzt hier Fallen. Wird ja auch Zeit. Braucht die Dinger. Keine Fallen, kein Spaß.
In der Zwischenzeit kann ich ja noch mal Gold buddeln. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ist jetzt schlecht, weil es steht noch nicht mal eine Tür. Ist aber nur einer. Das ist doch der Anfang. Wir werden später noch mehr. Okay, buddelt mal hier bis zum Ende. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass Gold haben. Das ist mir verdammt nochmal wichtig. Nagasama, Hammer. Da weiß ich noch nicht, ob ich die nehme. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Ekelhaft. Pfui, Spinne. Der kraft mein Herz an, das ist nicht gut. Wir machen aber erstmal die Spinnen. Damit er da hinten weiter buddeln kann. Und solange der hier ist, bauen die hinten die Fallen nicht auf. Werden auch nicht produziert, weil es keiner da. Weil sie gerade alle am Kämpfen sind. So, die erste Tür ist da. Sehr schön. Haben 5 weitere Kisten. Falls es doch mal. Es ist Zahltag. Nur falls es zur Tür schaffen, damit sie da gleich eine kriegen. Zack. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fallen. Das muss reichen für den Anfang. So, die nächste Forschung geht hier rein, damit wir mehr Leute haben. 1, 2, na, kein Gold. 3. Kommen wir schon mal auf 10. Ich hätte gerne 11 oder 12. Okay, wir nehmen mit 2 davon. Diesen Imps. Auch hier ist kein Gold. Gibt's doch nicht. Kein Gold. Buddel mal hier durch. So, ein Imp. Gleich noch einen zweiten. Problem, die brauchen Mana. Das heißt, ich müsste Mana erobern. Das müssten hier die Dinger sein. Ja? Ne, hier. Das sind so. Die Steine geben ja Mana. Das ist so ein Wachgebäude. Oh, ist nicht das Thema. So, ich habe 2 Nagas. Genau, ich habe 2 Nagas. Passt. Einen kann ich noch reinsetzen unten. Ist auch okay. Das heißt, mit dem gehe ich gleich raus. Dann hole ich unten einen Goblin, damit der Goblin hier weiterbaut. Damit die Fallen dann hier fertig werden. Weil passiert ja noch gar nichts hier. Der bringt die Kiste hin. Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Kisten? Sehr schön. Gucken wir gleich hin. Damit er die ja schön weitermachen kann, ja. Aber kein Gold. Laut Karte kein Gold. Das ist eine Frechheit. So, erste Falle steht. Das wird sie aber noch nicht killen. Bei weitem nicht. So, da starten wir jetzt mal der Armee und raus. So, nochmal den Untergrund. Noch einen rekrutieren, der dann Aluro weiterbaut. Bam. So, wir holen uns mal als erstes das Ding da oben. Ist ja nur ein Lager vom Gegner, kommen nicht so viele Helden, das passt. Damit wir Mana kriegen, damit die sich hier erholen. Damit die mal alle im Level steigen. Level 2, naja. Oh, hier. Schütze mit Kanonen. Kämpf ein. Die Macht ist unbeschreiblich. Die Macht durchströmt mich. So, da hat die schon mal mehr Power. Aber das reicht noch nicht. Brauchen noch viel, viel mehr. Ich würde sagen, gehen wir dann so Kreis drumherum und dann passt das dann. Oder ne, hoch 100. Genau. So, Ort vernichtet. Der erste Stein von Gehenna ist ganz nah. Macht ihr da? Bald schon werde ich ihn zerstören. Thanos wird außer sich sein. Offenbar gab es ein paar elementare Wächter, die ganz und gar nicht erfreut waren, dass jemand an den Steinen herumfuschte. Bedrohlich wendeten sie sich Talia zu. Natürlich würde das defensiv aufgelegte Böse diese um jeden Preis beschützen.
So, auf der Tasche rein. Hier wird auch angezeigt, was sie für Räume brauchen. Das steht da unten. Keine Ahnung, ob man das sieht. Talia, was tust du da? Warum hast du dich wieder dem Bösen verschrieben? Vater, ich weiß es nicht. Also Pfeile werden nicht reichen. Bei weitem nicht. Doch ein Teil meines Selbst... Ach, halt die Klappe, Schwächling! Thanos, du und deine Schergen habt immer auf mich herabgeblickt. Grimli hat mich immer beleidigt, ohne dass du eingegriffen hättest. Ihr habt mich zu all dem hier getrieben. Mein Kind, das ist nicht wahr. Schau in dich. Dort gibt es noch einen Funken Gutes. Lass dich davon leiten und nicht von diesen... Da bin ich wohl aus Versehen gegen ein Kabel gekommen oder so. Leider konnte Thanos so nicht weiter auf Talia einreden. So ein Pech aber auch. Talia machte unterdessen unbeirrt damit weiter, das Siegel des Steines zu brechen. Was? Oh ja, natürlich. Ha! Bald wird das Siegel gebrochen sein! Ich habe Klammer alle zurückbeordert, weil werden ja gerade angegriffen. Verteidig das Dungeon, Herz! Ich meine, es sind jetzt nur 3 Kämpfer oder 4 Kämpfer, aber... Schon blöd, wenn die da sind. Röcheln ging Talia zu Boden. Oh nein. Das unaufmerksame Böse hatte es versäumt, sie richtig zu beschützen. Passiert. Zum Glück konnte es ja einen weiteren Versuch wagen. So, die gehen sich ganz kurz heilen. Ich warte, bis Talia wiederkommt und dann raus mit den Jungs. Am besten hier noch einen rekrutieren. Ich bin wieder im Spiel. Zeit zu sterben. So, dahin. Hier unten, den würde rekrutieren. Besten Ork. Der baut das jetzt alles wieder auf und die bauen dann, die fallen dann automatisch wieder nach, weil die sind nur eine gewisse Zeit einsetzbar. Also hier, und das sieht man daran, das ist jeweils eine Ladung. Das ist einfach zu wenig, was ich hier habe. Aber ich habe hier noch. Das sind eine Menge Fallen, die ich da baue. Aber muss ich ja. So, gucken wir mal, wie es bei Talia aussieht. Von der Forschung her wird es dann besser, wenn ich hier Insel 2 habe, aber da dauert noch ein bisschen. Hier. Erneut erschienen die elementaren Wächter, bereit, Talia wieder einmal in Grund und Boden zu stampfen. Kann man Talia schon Stufe 3? Nein, kann ich noch nicht. Brauche ich 300. Ja, habe ich nicht. So, der produziert hier Dauerproduktion. Da sind eine Menge Fallen. Talia, was tust du da? Warum hast du dich wieder dem Bösen verschrieben? Vater, ich weiß es nicht. Ich versuche mich wieder dem Guten zuzuwenden. Doch ein Teil meines Selbst... Ach, halt die Klappe, Schwächling! Thanos, du und deine Schergen habt immer auf mich herabgeblickt. Grimli hat mich immer beleidigt, ohne dass du eingegriffen hättest. Ihr habt mich zu all dem hier getrieben. Mein Kind, das ist nicht wahr. Schau in dich. Dort gibt es noch einen Funken Gutes. Lass dich davon leiten und nicht von diesen... Da bin ich wohl aus Versehen gegen ein Kabel gekommen oder so. Leider konnte Thanos so nicht weiter auf Talia einreden. So ein Pech aber auch. Talia machte unterdessen unbeirrt damit weiter, das Siegel des Steines zu brechen. Wie? Was? Oh ja, natürlich. Ha! Bald wird das Siegel gebrochen sein! Oh, die schleppen das raus, das ist sehr, sehr gut. Tu mal beschleunigen, indem wir mal ein bisschen Gold ausgeben. So, maximale Schlotteranzahl erreicht. 15 Schlotter rennen jetzt hier rum. 2 sind hier in der Dauerproduktion. Hier ist ein Ork. Einer rennt hier bestimmt die ganze Zeit hinterher, bringt die Kisten hier rüber, der andere rennt darüber. Sollte ich hier eigentlich einen Zwischengang machen. Geht wahrscheinlich schneller. Aber nein, mein Dungeon wird Kilometergeld gemacht. So, die müsste gleich fertig sein. In 16 Sekunden. Und ich will Talia auf Stufe 3 bringen. Stufe 4, damit ich hier Schatten beschwören kann. Ich glaube, die nächste Welle überlebe ich zwar. Vollbracht. Das Siegel ist gebrochen. Was habe ich nur getan? Möge mir die Gattin verzeihen. Du bist immer noch hier. Meine Güte, kannst du nicht irgendwo anders dein Herz ausschütten? Während sich Talia nicht zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigte, war das Siegel komplett zerbrochen. Mehrere Portale öffneten sich im Dungeon in eine fremde Welt, aus denen sofort ein paar äußerst engagierte Dämonen hüpften, bereit,
dem sie aus der Verbannung befreienden Bösen zu dienen. Den St-